Quasi einmal den gesamten Anhänger, dann dahinter das Ofenrohr, da drehen wir um, fahren dann den hier zurück hier raus und das gleiche hier hoch. Ja, ja. Sollte Gleisrichtung und dann sind die Enden von den Schrauben, die mit den beiden Signalen verbunden und dann sind die Nase Willst du mal ein Feuer anmachen? Guck mal, vor dir ist ein Knopf. Das blinkt sogar. Also die weißen Magnetcoder und dann die Magnetcoder und ja, die beiden digital als Also es ist ja tatsächlich so, dass man sich auch selber lüften kann, ne? Also für die weichen Ansteuerungen, wo man zu Hause erzählt, die man quasi als Lüftbausatz kaufen kann, Ja. Und den Bauteil identifizieren kann. Ja. Aber das geht auch relativ gut tatsächlich. Mhm. Ich habe ein Spezial-Gleisbutt-Steckboot, das habe ich mir als Kutsche damals gebaut. Und zwar habe ich das auf Holz aufgebaut. Ja, für eine Weiche, das ist für ein Signal, für ein Zug, 100 Euro. Ja. Das habe ich jetzt auch festgestellt, ich habe Dampföl gekauft, habe das gefüllt und dann fahre ich zwei Runden auf so einer kleinen, ich habe so eine Probeanlage auf Stellers vorbei. Ist das schon leer? Keine Ahnung. Aber ein Stück, was ihr nehmen könnt, falls ihr nicht das kleine Dampföl kaufen, es gibt für die Duftmarken, gibt es so ein Dampföl. Das vor allem das schmeckt das Dampf besser als dieses deutsche Dampföl. Ja, ich habe auch auf der Messe so großen Wäldern. Ja. Ich habe von der Kuh die Motor, Und die gibt es auch nicht mehr. Die gab es einmal in der Motor-Abteilung, der Kuh-Abteilung und dann in der
Geld von mir, Bücher oder Bücher. Vielleicht auch. Ja, ach so, ja. Ja, da habe ich mir abgetragen. Es gibt auch nichts Gleichwertiges. Ja. Kann man nicht einfach irgendwo bekommen, oder? Hat ja gebraucht. Ja, ja. Und diese schönen Blätter so im Gestein. Ja, das ist nicht kaputt. Nee, das ist Rangierlicht. Ja, wieso läuft die denn nur eine? Ja, weil Rangierlicht leuchtet nur eine tatsächlich. Ja, wie, da bist du denn? Und wenn ich dann nicht raus gehe, dann kommt die Frontbeleuchtung an. Ah, jetzt, ja? Und dann heult der Motor sich bis auf. Ja, das ist schön. So, ich werde dann mal rübergehen, mal gucken, was ich noch so habe. Wie viel Spaß erstmal noch? Ja. Ne? Thank you.
Gott sei Dank von meinem Mann. Ich war ein Wohnstieg damals. Klaus Scherzer. Jürgen, ich geh mal drauf. Ja, ich hab dich noch nie in CD gesehen. Das kann mal passieren. Wenn ich hier so bin, habe ich auch meistens meine Fahrkarte an oder so. Die ganze Körperfahrkarte. Aber. Du kannst ihn sonst, wenn der irgendwo draußen ist, dann sagt noch niemand, der Bescheid, wer ist. Also mit der Sind ja stark vertreten hier mit dem Vogel. Hast du denn schon mal das war nur Hobby. Nur Hobby, habe ich auch. Aber nachher, wenn man älter wird, lässt man auch wieder. Thank you.
das war die Rundtour. Wunderbar. Oh. Ah. Ja.